Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Landstraße 409 bei Leinstetten wurde ein 23-jähriger Subaru-Fahrer schwer verletzt. Er kollidierte in einer langgezogenen Kurve mit einem kleinen Bus. Der 52-jährige Fahrer des Transporters sowie sein 77-jähriger Beifahrer wurden ebenfalls verletzt. Dazu Felix Kramer, Pressesprecher der Feuerwehren im Landkreis Rottweil. Die Feuerwehr Dornhan wurde im heutigen frühen Donnerstagabend um 17.05 Uhr mit dem Stichwort Verkehrsunfall eingeklemmte Person hier auf die Landstraße zwischen Leinstedt und Neuneck alarmiert. Also beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich dann folgende Lage dar: eine Frontalkollision zwischen einem Kleinwagen und einem Kleintransporter. Der Fahrer des Kleinwagens war eingeklemmt und musste mit Hilfe von technischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Also während der Rettung wurde der Fahrer rettungsdienstzeitlich betreut durch einen Notarzt und wurde dann nach der technischen Rettung dem Rettungsdienst übergeben. Weiter versorgt und wurde dann anschließend in einen Schockraum nach Freudenstadt transportiert. Die weiteren zwei Insassen des Laientransporters wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Also die Feuerwehr Dornhan war mit 5 Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften unter der Leitung von Oliver Weil, stellvertretender Stadtbrandmeister aus Dornhan, im Einsatz. Weiterhin war der Rettungsdienst mit 3 Rettungswagen, einem Notarzt-Einsatzfahrzeug sowie den Helfer vor Ort aus Leinstetten hier an der Einsatzstelle. Und die Polizei war mit weiteren Kräften an der Einsatzstelle.